Hey Leute, nach ewigen Wochen melde ich mich mal wieder. Der Stress von Klausuren ist rum. Die erste Woche Ferien leider auch. Aber ich hatte echt noch vieles zu tun. Ich meine, in einem halben Jahr mache ich mein Abi. Und dementsprechend bin ich sehr beschäftigt. Dennoch muss ich sagen, ich habe jetzt einen kleinen Haul für euch. Die Woche kommt dann auch noch ein Aufgebrauch-Video wahrscheinlich. Weil es hat sich schon irgendwie ein bisschen was wieder angesammelt. Ja. Und ja, ich fange mal an mit den Lebensmitteln, weil ich habe so ein bisschen Lebensmittel, Kosmetik und halt noch zwei, drei Dinge so gekauft. Ja, und dann fange ich hier mal an. Das ist ein Soja-Cappuccino, hat glaube ich 1,25 gekostet, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, von Alnatura. Ich weiß nicht, wie er schmeckt, aber momentan bin ich halt so ein, von den Emmy Kaffee Latte eigentlich angetan und ja, bin ich mal gespannt, wie der ist. Und von Alnatura auch einen ganz normalen Kaffee Latte Macchiato. Der hat, glaube ich, 95 Cent gekostet. Wenn die Preise nicht ganz stimmen, tut es mir leid, aber ich ja, spick nur so gerade ein bisschen auf den Einkaufszettel und da kann es auch mal passieren, dass ich in der Zeile verrutsche. Und ja, bin mal gespannt, wie die zwei schmecken. Zwei unterschiedliche so zum Testen, immer gut. Ja, ihr hört es ja auch, ich bin momentan nicht so ganz fit. Aber es macht nichts, ich kann ja trotzdem Videos machen, ich höre mich halt immer nur ein bisschen komisch an. Ja. Dafür habe ich mir etwas Schönes gekauft, was ich schon seit meiner Kindheit kenne und es auch immer wieder liebe. Wenn es mir so hustenerkältungstechnisch nicht gut geht. Und zwar ist es hier für ca. 1,15 Euro, wenn ich richtig bin. Ja, für 1,15 Euro. Ich raschel jetzt mal ein bisschen. Wick Rachendrachen. Das sind die hier mit Kirsche. Die gibt es auch mit Zitrone und Blutorange. Ja, und das ist halt Frosted Kirsche. Wahrscheinlich ist das Frosted einfach wieder sau viel Zucker. Ja klar, als erstes natürlich Zucker und dann Glukosesirup. Also gesund für die Zähne ist es nicht, aber ja. Da ist auch ein bisschen Menthol drin. Das macht dann das Rachenzeug aus, aber das ist an letzter Stelle das Menthol, also ich finde sie toll, aber sie helfen bestimmt nicht viel. Man fühlt sich einfach danach nur besser und dann hat der Placebo-Effekt schon gewirkt. Und ja. Aber auf jeden Fall sind sie sehr ungesund, weil Zucker hoch 10. Ja, auch wie gesagt, wegen meinem bisschen Husten, Erkältung, sonst was, habe ich mir von Das Gesunde Plus einen Tee geholt. Das sind 12 Beutel für 70 Cent. Entschuldigung, das ist ein Erkältungstee. Ja, ich mache mal zu jedem, also zu den Tees, weil ich habe hier einige, die probiere ich jetzt die Tage mal durch und mache dann ein Video mal, wie welcher schmeckt und dann mit den Inhaltsstoffen und alles. Wie gesagt, das ist halt ein Erkältungstee. Ist ein ganz süßer, eine ganz süße Packung. Wenn man jetzt zum Beispiel die von Teekanne sieht, das ist jetzt von vorne ist es gleich, aber halt von der Seite her sehr viel größer, circa anderthalb mal so groß. Deswegen finde ich den eigentlich viel besser, weil er im Schrank nicht so viel Platz braucht. Ja, dann fangen wir gerade mal an mit den Teekanne-Tees. Da habe ich mir 2, 4, 5, wenn ich jetzt richtig, wenn jetzt keiner noch irgendwo unten drunter liegt, geholt für jeweils 2,45. Einmal hier den Schlank und Fit von den Harmonie für Körper und Seele. Die sind, glaube ich, alle, ja genau, die sind alle von Harmonie für Körper und Seele, also steht ja immer hier dann drauf. Und ja, der ist halt schlank und fit. Dann einmal gesunde Abwehr, ich meine, das ist im Winter immer gut. Abwehrstoffe ist, ja, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen krank, aber danach kann man ja wieder gesund werden und nicht mehr so schnell krank werden. Ist ja, ja logisch eigentlich, aber... Dann den Detox-Tee, der ist irgendwie neu. Und ja, schön, die anderen sind nicht alle neu. Also der ist neu und der ist irgendwie mit Brennnessel. Mit Brennnessel habe ich noch gar nichts probiert, aber von Brennnessel hört man ja immer so, die sind ja super geil und alles. Holt euch Brennnessel, robbt sie euch im Garten, wenn ihr sonst eh zu viel habt. Trocknet sie, aber vergesst die Handschuhe nicht, auf gut Deutsch. Ja, Brennnessel halt. Dann einmal für die Konzentration
Ich denke mal, das ist besonders, wenn ich sie mir dann in der Thermoskanne mit in die Schule nehme, richtig toll. Ja, Konzentration. Naja, fand ich erstmal ganz lustig. Da steht Cola-Nuss am Anfang. Ich habe erstmal Koala-Nuss gelesen. Ja, Konzentration ist immer gut. Besonders, wenn man halt noch für die Schule einiges macht. Und der letzte ist, hol dir Kraft. Ja, bin ich auch mal gespannt. Sieht ganz nett aus. Belebende Kräuter, das sind alles Kräutertees, keine Früchtetees, wenn ich richtig geguckt habe. Kräuter. Ja, sind alles Kräutertees, also keine Früchtetees. Eigentlich untypisch für mich, weil ich normalerweise nur Früchtetee hole. So, sieht man nochmal besser. Ich glaube, ich habe die anderen alle sehr kurz gezeigt, aber es kommt ja, wie gesagt, nochmal ein extra Video dazu. Dann haben wir noch eine Essenssache. Und zwar, also da sind sie ja beim Rewe schon gemein. Also beim Rewe gab es da letztens so eine Aktion. Da hat man so ein kleines Töpfchen und noch so ein kleines Tütchen dazu gekriegt von Ovomaltine. Ja, super. Man hört schon überall, Ovomaltine ist das Kakaopulver, was viele, viele mögen. Und jetzt haben sie was. Naja, es steht nicht drauf, dass es neu ist, aber das war in diesem Töpfchen drin. Das ist die Crunchy Cream. Ja, super. Also schön wurde mal angefixt. Letztens hat man im Rewe nochmal so ein Tütchen bekommen mit noch so einem Pott und es heißt halt immer nur für ein Brot. Ja, was machen wir jetzt? Das holen wir uns trotzdem nochmal in einem großen für, glaube ich, 2,95. Ja, für 2,95 ist eigentlich sehr teuer, weil da sind jetzt nur Gramm oder Milliliter, je nachdem. Man soll es nicht in den Kühlschrank tun, das ist schon mal gut. Da sind 400 Gramm drin. Ja, wahrscheinlich, also durch dieses Crunchy braucht man wahrscheinlich mehr als von zum Beispiel Nutella oder so, weil es wird ja auch durch diese Flocken, die da drin sind, die auch so schön crunchy sind. Auch mehr Volumen verbraucht und was ist das Crunchige eigentlich? Da ist das Getränkepulver von Ovomaltine natürlich drin. Haselnüsse. Okay. Also das Crunchige sind Haselnüsse. Ich glaube, wenn ich das meinem Freund sage, der wird es nicht mehr essen, weil er ist nicht so ein Haselnuss-Fan. Und ja. Gut. Bin immer noch am Drehen. Ja, also wie gesagt, teuer, aber trotzdem, wir wurden angefixt. Ja. Dann habe ich noch andere. Ne. Ja, genau, noch eine Sache, die nicht zur Kosmetik gehört. Und zwar ein Geschenkpapier. Weihnachtlich. Wir haben jetzt so ein paar Tannenbäume, Rentier. Und ganz viel Merry Christmas draufgeschrieben in 40.000 verschiedenen Sprachen. Das hat 95 Cent gekostet. Und dann kommen wir endlich zu der Kosmetik. Fange ich erstmal an mit der nicht dekorativen Kosmetik. Ja, und zwar habe ich mir dieses schöne Ei geholt. Nein, es ist noch kein Ostern, es ist noch kein Schokoei. Es ist der neue Entwirrkünstler von Evelyn. Hier gibt es in Pink, in Schwarz und in Blau. Bei dem Schwarzen ist das hier so golden oder Bronze oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, es sah golden, im, so eine Mischung aus Gold und Bronze aus und deswegen fand ich den am schönsten. Und der ist halt so ähnlich wie der Tangle Teaser, aber ist mit seinen knapp 9 Euro doch nur zwei Drittel so teuer wie der Tangle Teaser. Ist recht ähnlich aufgebaut und da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Vergleichsvideo dazu. Dann auch ein Zahnbürstenpaar, weil muss halt auch immer mal nachgekauft werden. Und dadurch, dass wir jetzt mal 3 Tage woanders sind, eine Mini-Zahnpasta von Odol M3. Das ist die White and Shine. Also so eine haben wir eigentlich auch immer. Nichts Besonderes. Dann Wattestäbchen sind leer geworden, nachgekauft 160 Stück. Ach so, die Preise.
Bam. Ist es die Zahncreme 85 Cent, die Wattestäbchen 25 Cent und wo sind die Zahnbürsten? Ah, da 65 Cent. Dann aber auch von Nontodent, auch Zahnpflege, das ist hier das Pink Grapefruit, so eine Mundspülung. Ich bin jetzt mal ab von Listerine, weil es hat mir das letzte überhaupt nicht geschmeckt. Ich war echt froh, dass es mein Freund dann benutzt hat. Und ja, 1,15 hat das ganze Ding gekostet. Ist also, kostet circa nur ein Viertel von der Listerine. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist jetzt mit Pink Grapefruit und... Dann... Noch einmal den Essence Powder Brush, weil ich verlege meinen immer und hin und her und ja. 2,95 und ja. Ich brauche ihn immer wieder und entweder geht er mir kaputt oder verloren oder ich verlege ihn und ich glaube schon mein dritter oder vierter. Ja, dann auch noch Reinigungstücher von Balea. Meine Nase wird gerade immer schlimmer. Wo ist es? 1,25 und für, das habe ich gerade eben auch, für 1,95 Einwegrasierer, mal wieder in der limitierten Edition, weil ich finde die immer schöner als die Standard Einwegrasierer. 8 Stück sind drin, ja, fällt mir wieder ein bisschen oder ich verlege sie. Dann als letztes für die nicht dekorative Kosmetik 2 Badezusätze und zwar von den Dresdner Essenz. Die haben beide 95 da, beide 95 Cent gekostet. Einmal Love Letter, anregend und hautschützend. Ja. Und einmal Schokolade, Cranberry, wärmend und hautregenerierend. Ja, werdet ihr wahrscheinlich beim nächsten Aufgebraucht auch eins, Minimum eins von denen sehen. So, die letzten Sachen, der Endspurt. Das Video ist schon sehr lang. Ja, die letzten Sachen sind dekorativ. Ich gucke jetzt einfach mal hier, wie ich das am besten auf dem Zettel finde. Und zwar für 1,95 von Catrice einen Lippenpencil in Rot. Der hat die Nummer 130 Prince Cherry. Und ja. So ein schönes Rot, wenn man das hier sieht. Ja, es geht. Dann gleich dazu mache ich es am besten hier den Lippenstift. Das ist die Ultimate Lip Color 310 für 3,95. Das ist Red My Lips. Einfach ein Rot. Licht, es wird immer bescheidener hier. Und ja, ist ein schön kräftiges Rot und ich bin ja sowieso ein Rot-Fan, was meine Lippen betrifft. Okay, ich werde hier beobachtet. Das ist ganz... Ich fühle mich da komisch. Dann habe ich von den Essence Effect Eye Pencils 4 Stück für je 1,95. Und zwar einmal grün, einmal Silber, einmal Gold und einmal so lila Pink. Das Silber ist mehr so ein Silbergrau. Und das Lila ist auch sehr dunkel. Da unter dem Roten sind die 4.
oben dieses Silbergrau, dann das Goldene, dann das Pink und das Lilane. Dann habe ich einmal das Prime and Fine Powder Waterproof. Ist ja nur in Transparent. Dieses mit dem Spiegel drin. Von Catrice. Das ist mir einmal schön durchgebrochen, deswegen brauchte ich ein neues. Für 4,95 €. Und dann habe ich ein neues Make-up mal zum Ausprobieren. Das ist das All Matte Plus in Light Beige von Catrice. Und das hat 6,45 € gekostet. Ja. Vielleicht kommt das an mein Lieblings-Make-up ran. Und dann noch zwei Sachen, die sind halt noch zu. Die werde ich jetzt nicht swatchen. Das sind zwei Eye Pencils von Astor. Für 5,85 €. Einmal in so einem silbernen, das ist die 720 Silver Attraction und das andere ist die 710 Cosmic Grey, das ist so ein schönes Grau-Grün. Ja, das war so, was ich alles eingekauft habe. War echt viel diesmal, aber auch viel nicht kosmetisches und besonders halt auch viel Lebensmittel. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt auch mal gefallen. Wieder so nach ewiger Zeit und wie gesagt, es kommen die Tage auch noch andere Videos. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.